Bidibidiba, hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute geht es nicht nur wieder um Raid Shadow Legends, sondern es geht auch um, die Entwickler haben Fragen beantwortet. Was kommt gegebenenfalls im nächsten Patch dran? Ist da schon der Season Pass dabei? Startet die neue Season mit dem nächsten Patch? Wann kommt der nächste Patch? Außerdem noch 3 vs. 3 Arena kommt auch noch mit dazu in diesem Video dran. Aber jetzt möchte ich euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir gucken uns mal hier die Infos an. Auf! Das hier sind die Fragen und die Antworten. Die gibt es im Forum von Raid Shadow Legends. Ich habe mir mal die Freiheit rausgenommen, weil es gibt ja viele Leute, die können das jetzt nicht so gut in Englisch lesen bzw. sich das selber übersetzen. Und teilweise sind die ganzen Übersetzungen ja nicht so toll, wenn man die direkt automatisch macht. Ich habe das mal in meinen Blog übernommen und übersetzt für euch. Und da gucken wir mal an, was das bedeutet. Den Link zum Blog findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung mit drin. Und dann schauen wir mal an, was die Entwickler geantwortet haben, was die Vorschläge waren. Und mich würde natürlich auch interessieren, was sind denn so eure Vorschläge für Verbesserungen im Spiel, die jetzt hier vielleicht noch nicht vorgekommen sind. Weil das würde ich dann gerne auch mal an Plarium demnächst weiterleiten. Und ja, schauen wir mal, was der erste Vorschlag ist. Wenn ein Clanboss-Schlüssel durch die täglichen Anmeldeprämien vergeben wird, senden Sie ihn bitte an den Posteingang. Das ist bereits in Planung, war die Antwort. Also wir kriegen die Clanboss-Schlüssel dann sozusagen nicht mehr direkt in die Schlüssel beim Clanboss zugeschrieben, sondern in den Posteingang, was ja auch ganz gut ist. Da können wir ihn dann abholen, auch wenn es vielleicht nur 2 Tage sich dort hält, wenn wir unsere Clanboss-Schlüssel zum Beispiel verbraucht haben oder so. Vorschlag 2. Entwickelt ein System für Duplikate. Antwort, also da war ja schon öfter mal vorgeschlagen worden. Wie wir bereits angekündigt haben, haben wir eine Vorstellung von der Funktion, die Duplikate in Vorteile zu verwandeln. Wie das dann natürlich aussieht, wissen wir noch nicht. Dies ist jedoch eine Idee. Während wir daran arbeiten, können Sie Ihre Duplikate auf verschiedene Arten verwenden. Fraktionskriege, neue Turniere und andere Funktionen, die in Kürze verfügbar sein werden. Da bin ich ja mal gespannt, was die anderen Funktionen sind, wo ich Duplikate verwenden soll. Warum in Fraktionsgruften? Da muss ich doch mein Duplikat nicht unbedingt verwenden. Dann kann ich doch denselben Charakter meistens auch benutzen. Also irgendwie, das ist eigentlich das, glaube ich, was am meisten mit von vielen erwartet wird. Dass man irgendwas mit doppelten Charakteren anfangen kann, wie bei 7 Deadly Sins zum Beispiel oder so. Dass man da noch irgendwelche Vorteile rausziehen kann, außer dass man sie als Bücher verwendet, weil bei legendären Champions ist es schon ziemlich schade, die verwursten zu müssen. So ein kleines Tauschsystem wäre echt super. Aber hier müssen wir wahrscheinlich noch länger drauf warten, obwohl das ein sehr, sehr lang ersehntes Feature ist. Vorschlag 3. Wir möchten im Chat bestimmte Champions verlinken können. Ja, das wäre ganz cool, wenn ich dann sage, hier, guckt mal, ich habe den so und so und füge dann einfach den Namen direkt ein. Kennt man ja aus anderen Spielen. Und dann kommt direkt der Champion dort und man kann da draufklicken und sieht dann die Werte und so weiter von dem anderen Spieler, wo man dann sagen kann, ah, das ist die Ausrüstung, gucke ich mir an, super. Deswegen kommuniziert mein Clan zum Beispiel auch über Discord und postet da eben die Screenshots und die Infos. Weil es eben im Ingame-Chat nicht geht, da ist so einiges noch verbessernswert. Das ist eine ziemlich interessante Idee, aber wir haben viele Dinge mit höherer Priorität auf unserer Liste. Also werden wir das für Zukunft belassen. Was diese höheren Prios sind, ist natürlich sinnloser Content, der uns wieder Geld kosten wird, vermute ich mal. Ich weiß es noch nicht genau, aber der Void Tower ist es definitiv nicht. Machen Sie flache Statistiken, also Flat Stats, nützlicher. Das heißt, Angriffs-, Defensive, dreistellige Zahlen waren hier gemeint und nicht die prozentualen Werte sozusagen auf den Primärwerten. Das ist nicht geplant. Wir werden diese Idee jedoch zur weiteren Diskussion aufbewahren. Sehe ich jetzt auch nicht ganz so sinnvoll an. Ich meine, es gibt ja die prozentualen Werte, damit man einen besseren Vorteil gewinnt und die Flat Stats gibt es ja dann sozusagen, weil die am Anfang eben auch ein bisschen was bringen. Man muss ja nicht unbedingt die prozentualen Werte am Anfang haben, aber ich sehe es jetzt auch nicht so sinnvoll, das jetzt irgendwie als Priorität einzuplanen, dass diese Flat Stats irgendwie sinnvoller werden. Können ja trotzdem hilfreich sein, auch als Substats zum Beispiel.
Wir möchten in der Lage sein, die Fähigkeiten auszuwählen, die wir auf Auto verwenden möchten, also im Automodus verwenden möchten. Ja, wir sind uns einig, dass dies eine gute Idee ist, aber diese Funktion benötigt Zeit und Ressourcen, die wir derzeit nicht haben, da wir planen, mehrere neue Inhalte anstelle der Quality of Life Funktion zu veröffentlichen. Also es wird nicht mehr so viel Quality of Life Funktionen geben, wie es sich anhört. Wobei ich auch sagen muss, dass der letzte Patch jetzt nicht so viel Quality of Life dazu addiert hat. Und wenn, dann nur ein bisschen halbherzig. Also wir haben die Steigerung des Spielerlevels bekommen, aber wir kriegen keine extra Energie für unser Level, das wir steigen. Das ist zum Beispiel auch nicht wirklich eine Quality of Life Funktion gewesen. Aber man scheint sich hier auf neue Inhalte zu konzentrieren. Die 3 vs. 3 Arena ist ja jetzt das nächste, was wahrscheinlich kommen wird, aber dazu gleich noch mehr. Vorschlag: Entfernt nach dem Kampf einen CB-Schlüssel, nicht vorher. Also wenn man einen Clan-Boss bekämpft, dass es nicht vorher der Schlüssel abgezogen wird, sondern danach, wenn der Kampf auch abgeschlossen wurde. Das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Vielen Dank. Ja, da solltet ihr schon lange drüber nachgedacht haben, weil oftmals einfach Clan-Boss-Schlüssel verloren gehen, wenn irgendwas passiert. Und dank der ganzen Patches und Updates gehen ja ständig auch mal Clan-Boss-Schlüssel los. Also Raid-Wartungsarbeiten, Legends kennen wir ja schon. Fügen Sie im Spiel eine Startfläche stumm hinzu, um jemanden aus dem Chat stumm zu schalten. Ja, oder tut einfach irgendwas gegen diese Bots. Sagen wir es mal so, ne? Kein Problem, wir können diese Option hinzufügen, jedoch nicht in den nächsten Releases aufgrund einer hohen Last. Ich sag mal so, das wäre wahrscheinlich gar nicht so aufwendig zu programmieren, dass man jetzt bestimmte Spieler einfach ignorieren kann. Weiß nicht, was jetzt natürlich noch da in Planung ist. Wahrscheinlich wirklich tatsächlich gerade Sachen eingetütet worden. Naja, wir werden uns überraschen lassen. Fügen Sie Glyphen für kritische Rate und kritische Schaden hinzu, also Crit-Quote und Crit-Damage. Im Moment planen wir nicht, diese hinzuzufügen, da das aktuelle Gleichgewicht im Spiel stören könnte. Ja, das denke ich auch, dass das ziemlich schwierig sein könnte. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt Crit-Damage noch dazu fügen, dann... Es gibt ja schon Spieler, die machen fast 300% Crit-Damage oder machen tatsächlich 300% Crit-Damage. Und wenn man denen jetzt natürlich noch Glyphen gibt, die nochmal die Crit-Damage-Werte buffen, dann wird es ziemlich krass. Aber Crit-Quote wäre natürlich eine super sinnvolle Sache, weil die kann man ja teilweise, wenn man das möchte, nur über Handschuhe oder die Substats bekommen. Und das ist immer ein bisschen blöd, weil man da ja viel verbessern muss. Aber ich denke, genau deswegen wollen sie das nicht unbedingt, weil man da sonst nicht mehr so viel Silber ausgeben würde, sondern es einfach durch Glyphen machen könnte. Und hier muss man ja Silber und Energie fürs Farmen ausgeben, um dann die bestimmten Werte zu bekommen. Ärgerliches Pop-up bei der Verwendung des Champions, der für die Fusion benötigt wird, entfernen. Ja, genau, das ist ja natürlich blöd, wenn man hier diese dauerhaften Fusionen noch im Spiel hat und es sind immer dieselben Champions, die ja dafür benötigt werden, die man teilweise auch in der Kampagne oder aus grünen Splittern bekommt, dass da immer so ein Pop-up angezeigt wird, das ist blöd. Sollte man an- und ausschalten können, wie man möchte. Ja, wir sehen hier einen Standpunkt hier, wir werden überlegen, was wir tun können und wir erkennen, dass es dringend ist. Ja, das hätte man auch vorher wissen können, ne? Fügen Sie eine Ingame-Bibliothek mit der Definition aller Buffs und Debuffs hinzu. Wir haben darüber nachgedacht, wir werden so etwas sehr bald und noch besser ins Spiel bringen. Na, da bin ich mal gespannt, was da noch besser ins Spiel gebracht wird. Fügen Sie ein Pop-up hinzu, in dem vorgeschlagen wird, die 5 Arena-Token aus dem Posteingang, die Sie erhalten, wenn Sie tägliche Quests abgeschlossen haben, zu verwenden, um in der Arena zu kämpfen. Wir werden es ermöglichen. Ja, das nervt mich auch. Also es wird ja immer nur vorgeschlagen, entweder du kaufst was oder du hast schon ein 10er Arena-Beutelchen drin und der 5er wird dir aber gar nicht angeboten, den mitzuverwenden. Machen Sie Arena-Kämpfe lohnender, zum Beispiel erhalten Sie eine Belohnung für 100 Siege, 10 Siege mit Champions aus einer Fraktion und so weiter. Danke für den Vorschlag, wir werden überlegen, was wir hier tun können, ja. Ermöglichen Sie den Clan-Plus-Schlüssel separat im Posteingang zu erhalten, wie alles andere im Great Deal Mix Pack. Der Spieler benötigt derzeit nicht alle 3 Clan-Boss-Schlüssel, nur ein. Hier geht es um das Pack, ist so ähnlich wie, dieser erste Vorschlag mit den Clan-Boss-Schlüsseln, da war das, ja, das machen wir quasi. Fügen Sie etwas hinzu, bei dem wir nach einem vollständigen Upgrade des großen Saals Medaillen verwenden können. Also das heißt, wenn man den großen Saal komplett hat, dass man die Medaillen dann noch weiterverwenden kann, sowas wie einen Arena-Shop oder sowas dann. Das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Vielen Dank. Ja, das ist aber doch schon öfter erwähnt worden, meine Lieben.
Erhalten von Champion-Informationen, wenn sich diese im Tresor befinden. Ja, das ist immer ein bisschen nervig. Man braucht manchmal die Infos, wie ist der equipped oder wie sind jetzt gerade die Fertigkeiten und kann das nicht direkt einsehen, wenn er sich im Champion Vaults befindet. Sollte man wirklich sich angucken und auch ändern können. Also ich möchte auch gerne Artefakte tauschen, selbst wenn er jetzt dort einfach im Vault drin ist und möchte den nicht immer rausholen, die Artefakte tauschen, wieder reinsetzen oder sowas. Das ist echt blöd. Das ist auch eine ziemlich interessante Idee für sich, aber wie wir bereits gesagt haben, wollen wir uns mehr auf neue Inhalte konzentrieren. Vorschlag: Ein kleiner roter Punkt in Clan-Registrierkarte, wenn sich jemand bewirbt oder den Clan verlässt. Kein Problem, das können wir. Ja, ist ja nur ein roter Punkt, ne? Gut, da steckt noch ein klein wenig mehr dahinter, aber es ist ja wirklich nur Bewerbungen als Informationen anzuzeigen mit dem kleinen roten Punkt. Die kleinen roten Punkte, die Grafiken, die haben sie ja schon, die gibt es ja schon im Spiel. Das heißt, hier muss jetzt nur noch die Logik reingebaut werden. Machen Sie eine Möglichkeit, zwischen Dupes zu unterscheiden, zum Beispiel zwei Cold Hearts verwenden, könnte das mit 1 oder 2 beschriften. Ja, das ist eine gute Idee. Also ich komme da auch manchmal durcheinander, welche Cold Heart ist jetzt welche. Da würde mal so ein kleiner Rahmen drumherum zum Beispiel helfen oder irgendwie eine Markierung, das ist Cold Heart 1, das ist Cold Heart 2. Dann weiß ich genau, naja, wenn ich doppelte Champions habe, der und der hat jetzt das Equipment an und den nehme ich sonst auch nochmal für einen anderen, wie zum Beispiel Feuerritter, und der eine ist nur für Spinne oder sowas ausgerüstet. Wir können in der Lage sein, dies zu erreichen. Wir werden diese Idee zur weiteren Prüfung überlassen. Das wäre aber eine sehr gute Idee. Also die finde ich sehr gut. Sie haben die Möglichkeit, Champions im Index nach Buff und Debuff zu suchen. Danke für den Vorschlag. Wir werden darüber nachdenken. Oh ja, sowas vermisse ich auch. Ich möchte manchmal einfach nur Champions finden, die was Bestimmtes können, und möchte einfach nur wissen, wer kann das und wen könnte ich dafür nehmen. Und da braucht man nicht mehr solche Excel-Listen oder sowas sich zu erstellen, was echt nervig ist. Ermöglicht das Erwähnen eines Kanals im Ingame-Chat, also so wie das Erwähnen vorhin auch oben bei einem Champion, dass man das direkt anklicken kann und dann in den Kanal reingehen kann, wie zum Beispiel Kanal 22 Deutsch, da ist jetzt gerade was los, geh da mal rein. Und man klickt einfach drauf und kommt direkt drauf. Dies wäre eine ziemlich gute Ergänzung des Spiels und wir werden versuchen, es in Zukunft zu verwirklichen. Wir können jedoch nicht versprechen, dass wir es bald schaffen werden. Also genauso wie die anderen Antworten, ist eine Idee, wir denken drüber nach, aber die Ressourcen reichen momentan nicht aus. Wie gesagt, wenn ihr es nachlesen wollt, ich werde noch ein bisschen das Ganze hier ins Deutsche verbessern und dann könnt ihr auf den Blogbeitrag nochmal gehen, wenn ihr es selber nochmal durchlesen wollt. Ansonsten mache ich auch noch einen Blogbeitrag über die 3 vs. 3 Arena und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir mal zur 3 vs. 3 Arena und da gibt es auch schon ein kleines Bildchen, was ich euch zeigen möchte. So soll dann die Arena aussehen. Also das ist das, was die 3 vs. 3 Arena betrifft. Hier sollen dann die Kämpfe stattfinden. Ob es da jetzt unterschiedliche Arenen noch geben wird für Silber, Bronze, Gold, Platin, das haben sie jetzt leider noch nicht gesagt. Das war aber jetzt die Information. Und die 3 vs. 3 Arena kommt auch im nächsten Patch. Und außerdem sucht Plarium eben auch diese Beta-Tester. Leider habe ich kein Android. Also wer Android hat, konnte sich für die Beta bewerben. Da wurde ja was gepostet. Falls ihr solche Informationen von Plarium wie technische Informationen und sowas bekommen wollt, ich habe in unserem Discord-Channel, das hier ist unser Discord-Channel, da habe ich immer diesen Tech-Talk-Channel. Wenn ihr den abonniert, kriegt ihr immer diese Nachrichten von Plarium direkt weitergeleitet. Und hier ist auch dieses Formular drin gewesen, wo man sich dafür dieses 3 vs. 3 Arena-Testing bewerben konnte. Und ich habe ja schon mal ein Video gemacht dazu, dass es 3 vs. 3 Arena gibt. Da könnt ihr oben dann in der Infokarte gerne nochmal draufklicken. Da habe ich dann beschrieben, wie das wahrscheinlich aussehen wird. Es wird wahrscheinlich Spieler gegen Spieler sein mit jeweils drei verschiedenen Teams. Und das eine Team, wenn das down gegangen ist, kommt das nächste dran. Und wenn das down gegangen ist, kommt dann wieder das nächste an dran, bis entweder alle drei Teams von einem selber tot sind oder alle drei Teams von dem anderen umgefallen sind. Und wenn das dann so ist, dann hat man gewonnen oder verloren, je nachdem, welche Teams zuerst umgefallen sind. Und ja, dafür kriegt man dann wahrscheinlich auch bestimmte Belohnungen. Wie die aussehen, wissen wir leider aktuell noch nicht. Und wenn ihr es testen wollt oder euch für die Beta anmelden wollt, wie gesagt, es gibt eben dieses Formular. Und man muss ein Android-Endgerät haben, also entweder Tablet oder Telefon. Nur dann kann man es testen. Ich habe leider kein Android, deswegen kann ich es leider nicht testen. Hätte euch sonst sehr viel gezeigt. Falls ihr bei den Beta-Tests ausgewählt werdet, dann lasst es mich doch wissen. Vielleicht könnt ihr mir einen kleinen
Screenshot oder ein kleines Video zukommen lassen, wie das Ganze aussieht. Dann kann ich dazu noch ein Video machen demnächst. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ansonsten können wir es uns leider nicht direkt anschauen, weil wie gesagt, ich kein Android habe, womit ich das jetzt probieren könnte. BlueStacks funktioniert nicht, Plarium Play wird es auch keine separate Funktion geben, um das auszuprobieren. Deswegen leider nicht möglich für mich. Dann haben wir noch eine Info erhalten von The Diamond. Da hat es StuGaming gefragt, ob eben der Void Tower, also der leeren Tower, kommen soll im nächsten Patch 1.16. Da wurde nur gesagt, es kommt definitiv die 3 vs. 3 Arena im nächsten Patch. Der Void Tower kommt nicht und die Season 2 kommt auch nicht. Und es gibt monatlich jetzt immer ein Update. Das heißt also, wir hatten jetzt ein Update, das ist die 1.15 gewesen, mit der ja schon ein paar Sachen eingeführt worden sind. Und jetzt kommt dann auch wieder ein monatliches Update. Das heißt, die 1.16 ist in greifbarer Nähe. Es kommt aber kein Void Tower, kein Battle Pass, keine Season 2, also die Season Champs, die jetzt schon geleakt sind. Da gibt es übrigens auch ein Video dazu. Kann ich euch gerne auch nochmal oben in die Info reinpacken. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Also da waren schon die Charaktere mit den Skills und so weiter geleakt. Und ja, deswegen nur 3 vs. 3 Arena, nichts anderes aktuell und ich warte tatsächlich immer noch auf diesen Void Tower. Ich bin gespannt, ich will diesen Void Tower haben und ich will Season 2 und ich will sie jetzt. Aber ja, ich glaube, in der Zeit müssen wir uns dann noch anderweitig vielleicht mit Season-Themen beschäftigen. Wenn ihr also Season-Themen wollt, dann schreibt es auch unten in die Kommentare einfach mal mit rein. Ja, das waren die aktuellen neuen Informationen erstmal soweit zum Patch 1.16, zur 3 vs. 3 Arena, zu den kommenden Features und zur Season 2, die sich ja leider schon wieder verzögert. Also die Champions sind schon da, warum sie es jetzt nicht raushauen, keine Ahnung. Ja, aber wir sind alle enttäuscht, denke ich mal, dass die Season 2 jetzt nicht da ist, weil das eins der coolsten Feature eigentlich ist. Und ich hoffe, dass ich dann Season 3 nicht auch so lange rauszögere, weil ich hätte jetzt mindestens auf 4 Seasons in einem Jahr gehofft. Also das heißt so Frühling, Sommer, Herbst und Winter würde zu den Jahreszeiten passen. Man hätte immer noch genügend Zeit zwischen den einzelnen Seasons, weil jede Season sind ja, glaube ich, 80 Tage gewesen. Also die letzte war jedenfalls 80 Tage, also es hätte ganz gut gepasst. Auch das Thema Winter war ja vorher schon da. Da hätte man jetzt so eine Frühlingsseason machen können, hätte dann so eine Sommerseason machen können. Mit einzelnen Champions Herbstseason, die dann immer so zum Thema passen. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Tja, werden wir jetzt wohl leider nicht bekommen. Enttäuschung bitte einmal in die Kommentare. Wenn ihr übrigens weiter diese Q&A-Sessions übersetzt haben wollt und den Blog lesen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Das würde mich natürlich interessieren, ob das für euch interessant ist oder nicht. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Meine lieben Freunde, bis dahin.